Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wir möchten heute Popcorn machen aus dem Guided Cooking beim Cookit. Und dafür brauchen wir 100 Gramm Popcornmais, 30 Gramm Sonnenblumenöl und 60 Gramm Zucker. Der 3D-Rührer ist bereits im Topf drin. Jetzt sollen wir 100 Gramm Popcorn einwiegen. Popcornmais. So, 101 Gramm. Dann jetzt 30 Gramm Sonnenblumenöl. Wir nehmen von Biskin hocherhitzbares Öl. Das war jetzt ein bisschen zu viel mit 36 Gramm. Und 60 Gramm Zucker. So, dann jetzt den Deckel schließen, den Messbecher einsetzen und das Popcorn aufpoppen lassen. Und wieder verkehrt eingesetzt. Und? Jetzt startet es. Rührt es jetzt kräftig durch in Intervallen. Es soll jetzt 12 Minuten dauern. Und so sieht das momentan aus. Mal sehen, ob ihr das sehen könnt. Wir lassen ihn dann einfach mal durchrühren und ich melde mich gleich wieder. So, der Cookit ist fertig und ich bin mal gespannt, wie das Popcorn aussieht. Ich nehme euch dafür mal schnell wieder mit. Ja, das kann sich sehen lassen, finde ich. Es ist ein bisschen weniger, als ich erwartet hätte, aber solange es schmeckt, das werden wir gleich mal ausprobieren. Klebrig ist es schon mal. Lecker. Also, es schmeckt wirklich wie aus dem Kino. Ich weiß jetzt nicht, ob das weniger geworden ist, weil ich ein anderes Öl benutzt habe, oder vielleicht haben wir auch einfach den falschen Popcornmais. Wir haben den Popcornmais von Hofgut, von Famila. Das werde ich aber auf jeden Fall noch mal ausprobieren mit anderem Öl und anderem Mais. So, ich hoffe, euch hat unser Video gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet.